Schön, dass Sie dabei sind, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie herzlich zu diesem Spiel. Ihre Kommentatoren sind natürlich auch heute wieder Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und wir freuen uns heute auf eine hoffentlich packende Begegnung. Dinamo Zagreb gegen Legia Warschau. Spannende Sache, Wolf. Sehr interessantes Duell. Wer kommt besser rein in die Partie? Da die Einblendung, so will der Gastgeber heute starten. Sie wählen ein konventionelles 4-3-3, Buschi. Eine Taktik, die ich sehr mag, führt oft zu spektakulären, torreichen Partien. Wir wissen, dass Sie gerne unheimlich viel Druck ausüben auf Ihren Gegner heute wieder. Glaube ich schon. Das können Sie einfach am besten. Und da hat es jeder Gegner schwer, überhaupt reinzufinden ins Spiel, überhaupt Chancen rauszuspielen. Wenn dir ständig einer auf den Füßen steht, dann ist das blöd. Und jetzt geht's los. Klasse Pass! Ball wieder zurück. Gefährlich! Jetzt ist es gefährlich. Könnte die Führung werden. So, geht er gleich gut los hier. Frühes Tor, das wird interessant hier. Wir blicken noch mal kurz auf diesen Treffer. Sie bauen geduldig auf. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Martins. Und da ist der Ball wieder weg. Theophil Katerin. Jetzt gibt's einen Einwurf. Wir sehen das frühe Pressing. Der Ball läuft richtig gut. Das könnte eine Gelegenheit werden. Und da ist der Ball wieder weg. Viel mit Auge. Ganz gefährlich. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können Sie jetzt Ihr Spiel aufziehen.
Da ist nochmal die Szene, die zum Tor geführt hat. Erst der Steilpass. Und das ist dann natürlich genau die richtige Entscheidung. Er nimmt das kurze Eck, rechnet nicht jeder mit. Null steht hier, sie machen einen guten Eindruck. Jacek. Jolek. Jede Menge Platz auf dem Flügel. Martins. Sie holen sich den Ball. Klasse Zuspiel. Jetzt der Vorstoß. Er sucht die entscheidende Lücke. Ball ist unterwegs. Der Schuss war gefährlich, aber der Spieler blockt ihn richtig gut. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. So, wer hat jetzt die entscheidende Idee? Das ist die Chance. Und die Balleroberung, wichtig. Ja, der Ball läuft perfekt. Kurze, schnelle Anspiele, immer wieder, sehr souverän. Theophile Katerin. Gewinn, gefährliche Position. Klasse Einsatz, faires Tackling. So, was machen Sie draus? Wichtig, dass er sich den Ball holt. Aus diesem Einwurf könnte sich vielleicht eine Chance entwickeln. Gefährlich! Und jetzt ist der Ball erstmal raus. Vielleicht der schnelle Konter jetzt. Schöner Pass. Gefährlich jetzt. Keine Gefahr mehr, gut gelöst. Martins. Und damit ist der Ball weg. Das könnte vielleicht was werden. Was für eine Chance. Und er ist drin. Da sehen wir diesen wunderbaren Alleingang nochmal. Keiner kann ihn aufhalten. Er lässt die Abwehr einfach stehen. Das ist unwiderstehlich, wie er da abgeht. Das ist jetzt natürlich schon ein bisschen einseitig hier. So ein Vorsprung bereits in der ersten Hälfte, mein lieber Mann.
Nachspielzeit ist angezeigt. Es gibt noch eine Minute obendrauf. Beruhigende Führung zur Pause. 3-0 ist der Spielstand nach 45 Minuten. Wie Sie sehen, hier, der macht eine richtig gute Partie. Ja, der macht da vorne drin wirklich, was er will. Der Ball rollt, die zweite Hälfte läuft. Gijacic. Martins. Da kann er ihn stoppen. Ja, das sieht gut aus. Super gemacht. Gute Verteidigung. Wieder so ein klasse Pass. Und das ist der Ballverlust. Das ist ein Foul. Freistoß. Wird hier jetzt einen Wechsel geben. Und die Situation geklärt. Die Gäste werden wechseln. Wieder ein guter Pass von ihm. Nicht das erste Mal heute. Jetzt wird's gefährlich. Was macht er draus? Der Pass, stark gemacht. Hier sehen wir nochmal, wie dieses Tor entstanden ist. Erst der Steilpass. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Ist wirklich eindeutig. Eine ganz einseitige Partie. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Martins. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Martins. Gijacic. Da ist der Ball weg. Jetzt wird's gefährlich. Immer wieder diese schnellen Pässe. Sie arbeiten sich so langsam in Richtung Torchance vor.
Und da ist der Ball wieder weg. Da packt er einen Trick aus. Klasse. Sie suchen das Loch in der Abwehr. Macht er ihn? Ja, er macht ihn. Wir schauen noch mal kurz auf die Wiederholung. Zunächst der gefährliche Steilpass. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Das Resultat ist doch ziemlich eindeutig und lange zu spielen ist auch nicht mehr. Martins. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Filip Mladenovic. Martins. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Oh ja, sah durchaus gefährlich aus. So, Konterchance, vielleicht jetzt. Der Ball läuft gut heute bei Ihnen. Ja, und Sie bieten sich auch immer wieder gut an. Das macht richtig Spaß zuzugucken. Filip Mladenovic. Martins. Wird's jetzt gefährlich? Filip Mladenovic. Martins. Das Spiel ist durch, da lege ich mich fest und Sie gewinnen hier dann auch verdient. Sie waren einfach überlegen. Martins. Ganz energischer Einsatz. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Theophil Katerin. Kann er was draus machen? Damit ist dieses heutige Spiel also zu Ende. Der Sieg geht hier an die Gastgeber. Sie haben das heute super gemacht, waren perfekt eingestellt und konnten diese Partie jederzeit dominieren. In der Form, die er heute gezeigt hat, ist er natürlich unverzichtbar für die Mannschaft. Schöner Auftritt heute von ihm. 2 Tore gemacht, gewonnen. Was will man mehr?